Halle bei der Wanderimkerei Kolbe. Das ist eins der Drohnenvölker für Wippra. Ihr seht, der Baurahmen ist schon wirklich schön ausgebaut. Der ist jetzt nicht mal ganz eine Woche drinne. Ihr seht, die ersten Drohnen sind auch schon unterwegs. Na, wo ist er? Ah, da. Da zum Beispiel ist eine. Da ist noch mal eine. Daneben ist eine. Also wie gesagt, ich provoziere ja das immer hier mit dem mittlersten Baurahmen. Der ist jetzt schon geschlüpft. Deswegen haben wir jetzt auch schon wirklich gut Drohnen. Ich will euch jetzt auch noch mal die nächste Brutwabe zeigen. Wirklich auch schöner, sauberer Wabenbau. Wir putzen jetzt bei allen auch die Waben mal richtig durch. Und ihr seht, die drückt richtig schön raus. Hier oben die Ecke ist jetzt auch wirklich schön bestiftet. Und wirklich eine schöne, einheitliche Biene. Wie gesagt, sehr, sehr wabenstetig. So mag ich das. Ich denke, auch wieder eine gute Wahl. Ihr seht das. Auch wieder eine Drohne. Warum kriegen die mal nicht so ins Bild? Ah, da. Ja, fliegt auch nicht auf, wenn man drüber geht. Wirklich. Ganz, ganz ordentlich. Gut, das ist das, was ich euch eigentlich mal zeigen wollte. Ich denke mal hier noch eine Woche. Ich werde jetzt auf der anderen Seite die Drohnenwabe noch integrieren. Dann werde ich hier noch 4-5 Tage warten. Und dann denke ich, wenn jetzt am Wochenende soll es ja warm werden, dann werden sie das erste Mal unten richtig was eintragen, weil manche Völker haben wirklich auch schon Futterprobleme. Und ich denke, wenn dann die nächsten 2-3 kalten Tage durch sind, dann ist das Volk so weit, dass es Honigraum bekommen kann. Also wie gesagt, es ist auch hier dahinter, dass es schon langsam sich mit Bienen füllt, aber so der richtige dicke Druck ist noch nicht da. Aber ich denke, wenn jetzt diese 5 Waben richtig schlüpfen, da kommt hier richtig Bienenmasse und dann kann auch der Raum nach oben gegeben werden. Gut, das war es erstmal soweit. Bis dahin. Tschüss.